Bayern zu halten. Es geht noch nicht, aber dann geht es hier weiter. Dann wird's lang. Drei, Feuer! Fisch aus! Man fühlt sich in eine längst vergangene Zeit versetzt auf Schloss Friedenstein in Gotha. Das ehrwürdige Schloss verwandelt sich in die farbenprächtige Residenz Herzog Friedrichs III. Von Sachsen-Gotha-Altenburg. Er regierte von 1732 bis 1772. Seine hochfürstliche Durchlaucht wird sich mit seiner Gemahlin, seinem Hofstaat und seinen Gästen an den vielfältigen Darbietungen erfreuen. Also den Bruder des regierenden Herzogs da, das heißt also Prinz Wilhelm von Sachsen-Gotha-Altenburg, kaiserlicher Generalfeldmarschall, Leutnant, Generalfeldzeug, Meister und so weiter. Das heißt, ich muss mich also immer ein bisschen vorsehen, wenn hier preußische Truppen aufmarschieren, aber umgedreht habe ich, denke mir, auch noch allerhand Verbündete hier. Also ansonsten ein schönes Fest und wir ordnen uns jetzt, das wird also Herr Hofmarschall von Studnitz dann vornehmen, dass wir gemeinsam pünktlich kurz vor 20 Uhr vor dem Rathaus erscheinen. Dort Von Gottes Gnaden, Herzog Friedrich III., von meine geliebte Gattin und Mutter meiner Kinder, ihr hochfürstliche Durchlaucht, Herzogin Louise Dorothée, entbieten bei aller Honneurs allen angereisten Hoheiten, Exzellenzen sowie allen hier anwesenden hochwürdigen, hochgeborenen, hochehrwürdigen, hochedelgeborenen, hochedlen Herren und Damen unseren Gruß, Gnade und geneigten Willen. Thank you.
sehen. Mal das Topf zu sehen. Wenn es unsere Kasse aber. Kommandant und Hauptmann der Schlosswache und seine Gemahlin. Den herzoglich Sachsen, Gotha und altenburgischen Münzmeister und Stempelschneider und seine Gemahlin. Den herzoglichen Kamerad und Obermundschenk und seine Gemahlin. Wir geben uns auch die größte Mühe. Madame, wie immer seid ihr die Kühlsten los. Dieser Zeit
Im historischen Bereich geht es um die Handschöpferei. Papa, bitte, es war damals schon Teamarbeit alles. Meine Damen und Herren, die herzogliche Münzstätte prägt wieder. Wir haben es uns heute zur Aufgabe gemacht, wieder aus Leichtsilber ein 48. Taler zu prägen. Leichtsilber, nun, manche sagen auch Aluminium dazu, aber wir verwenden es, damit es schön weich ist und dass unser Knecht hier, obwohl er gut im Futter steht, eben die Kraft aufbringt, um die Münze zu schlagen. Knecht, schlage er die Münze. Das ist ein Originalmotiv. Und der residiert auf Schloss Friedenstein, einer wunderschönen alten barocken Anlage. She begged me to take life easy as the leaves grow on the tree. But I was young and foolish, but with her I am not a queen. Alas, my love, you do me wrong to cast me off this courteously.